hier ist Christine, willkommen zu meinem neuen Video. Wundert euch nicht, wie ich aussehe. Ich komme gerade von der Schule und wir hatten in der ersten, zweiten Sport. Und ich war gerade eben halt nochmal duschen, muss mich gleich noch ein bisschen frisch machen. Aber worum es in diesem Video eigentlich geht, ist, ich dachte mir mal, ich versuche 10.000 Kalorien innerhalb von 24 Stunden zu essen. Das gibt es schon ganz, ganz oft, glaube ich, auf YouTube. Und ich dachte mir, okay, warum probierst du es nicht auch mal? Mal gucken, wie es ist, wie ich mich danach fühle, wie danach mein Bauch aussieht. Ich habe Angst. Wir haben jetzt gerade 10 vor 12. Ich war gerade halt, wie gesagt, in der Schule. Wir hatten um 10:45 Schluss, genau. Und ich habe noch nichts gegessen. Ich habe extra noch nichts gegessen, weil ich wusste, dass ich mega viel essen muss. Und ich habe hier eine Tüte voll mit Sachen. Und ja, zum Frühstück gibt es dann gleich Pizza. Pizza Mozzarella und 2 Pizza Burger. Ich zeige sie euch gleich auf jeden Fall nochmal. Könnt ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben, denkt ihr, ich schaffe 10.000 Kalorien innerhalb der nächsten 24 Stunden. Also ich habe jetzt halt 24 Stunden Zeit. Wenn ich es davor schaffe, ist gut. Falls ich es überhaupt schaffe, ist auch sehr gut. Max liegt dann übrigens die ganze Zeit. Für ihn habe ich jetzt auch nochmal extra eine Pizza geholt, die er gleich essen kann. Denkst du, ich werde die 10.000 Kalorien schaffen? Ich kann mir irgendwie ehrlich gesagt gar nicht so krass vorstellen, wie viel 10.000 Kalorien sind, weil ich bin so ein Typ, der achtet eigentlich überhaupt nicht drauf. Ich weiß nicht, wie viel 1000 sind, ich weiß nicht, wie viel 2000 sind. Aber isst man nicht irgendwie so 2000 eigentlich am Tag? Ich habe auch schon ein paar Videos auf meinem YouTube gesehen, aber ich könnte ja auch zutrauen, dass du es nicht schaffst. Nicht? Ja, du isst generell nicht so viel, also. Ja, okay, hast recht. Ich sag, du schaffst das nicht. Okay, mach mal. Aber ich muss es auch mal machen eigentlich, oder? Ja, lass mal da nach oben da, wenn er das auch mal machen soll. Ist hart viel. Ja, ist schon echt. Viel Spaß beim Freiwilligen zunehmen! Also ich habe halt, wie gesagt, glaube ich, hab ich das schon gesagt? Ich habe gestern dafür eingekauft und es waren einfach 45 Euro Süßigkeiten und Pizza und ungesundes Zeug. Mal gucken, ob ich das schaffe. Stimmt einfach mal ab, schaffe ich es oder nicht. Also meine Pizza ist fertig, Max muss noch kurz warten, die ist noch nicht ganz fertig. Meine Pizza sieht einmal so aus und dann habe ich hier noch so einen Burger. Also, er sieht eigentlich so aus und das muss man dann so umklappen zu einem Burger. Und das Lustige dran ist, ich dachte, diese Burger wären mit Tomate Mozzarella. Und dann haben wir das gerade rausgeholt und Max meinte so, hä, da ist auch Chicken drauf. Und ich so, hups. Also ich habe halt nicht drauf gelesen, was da drauf ist. Es sah halt aus wie Tomate Mozzarella und habe es dann einfach genommen. Und ich esse ja kein Fleisch, deswegen musste ich das gerade eben erstmal runterpulen. Da stand Barbecue Chicken, fett Barbecue auf. Chicken. Auf jeden Fall werde ich das jetzt alles essen. Ich werde übrigens aber die Kalorienzahl unten einblenden, wenn ich etwas gegessen habe. Let's go, würde ich sagen. So, ich habe jetzt gegessen. Und ich muss sagen, ich platze jetzt schon fast. Also 2 Burger und eine ganze Pizza waren ein bisschen zu viel. Auf jeden Fall, das Beste folgt ja jetzt noch. Es gibt Nachtisch zum Frühstück. So, mein Nachtisch am frühen Morgen, okay, 12:30 ist es mittlerweile, wird sein 3 von diesen Maxi King Schnitten. Ich habe die aufgegessen und das könnte auch schon mein Essen für den ganzen Tag, okay, nicht für den ganzen Tag gewesen sein, aber es ist unglaublich viel und ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal eine Pause. Wie ihr seht, habe ich schon diese Anzahl an Kalorien erreicht. Ich weiß gerade nicht, wie viele es sind, aber ihr seht es ja. So, wie ihr vielleicht sehen könnt, ist es schon etwas später. Ich habe mich ein bisschen fertig gemacht, habe meine Haare gewaschen. Die werde ich gleich noch föhnen, aber wir haben jetzt schon 14:45 und ich dachte mir, ich muss mich langsam ranhalten. Ich habe erst knapp über 2000 Kalorien, glaube ich. Und ja, wir holen jetzt mal meine Wundertüte. Und ich weiß gar nicht, worauf ich Lust habe. Eigentlich habe ich noch so gar keinen Hunger. Aber vielleicht trinken wir etwas. Ich habe hier Red Bull geholt. Hat zwar jetzt nicht so viel Kalorien. Warum trinke ich es dann? Ach, egal. Ein Red Bull passt schon. Da das ja nicht so richtig Essen ist, hole ich mir, ja, warum nicht, Schokolade. Und zwar Messi. Ich habe mir da meine Lieblingssorte rausgesucht. Das sind halt so eine richtig fetten Teile davon. Mmh. Okay, ich habe jetzt gerade mal eine gegessen. Das bleibt, glaube ich, auch erstmal dabei. Schokolade passt bei mir irgendwie gerade gar nicht. Ich aktualisiere euch mal den Kalorienstand. Und Red Bull ist jetzt auch leer. Okay, ich könnte jetzt wieder eine Pause gebrauchen. Übrigens ist Max mittlerweile weg. Wir bekommen auch in 3 Stunden etwa Besuch. Dann gibt es nämlich lecker was zu essen. Aber nicht für mich. Ich bleibe heute mal bei meinen kalorienreichen Süßigkeiten. Schreibt mal in die Kommentare, esst ihr gerne Süßigkeiten? Also bei mir ist es so, ich liebe eigentlich Süßigkeiten. Nur in letzter Zeit habe ich irgendwie nicht so das Bedürfnis, die zu essen. Vielleicht mal so eine Packung Chips. Also, aber auch nur eine ganz bestimmte Packung Chips. Werdet ihr auch noch später sehen, das sind momentan meine absoluten Lieblingschips. Und nur auf die habe ich immer Bock. Aber sonst irgendwie habe ich auf Süßigkeiten momentan nicht so viel Lust.
Ich weiß nicht warum. So, mittlerweile ist es 3:15. Ich habe Angst, dass ich keine 10.000 Kalorien schaffe. Deswegen muss ich mich sputen. Ich denke, als nächstes kommen Chips. Und ich werde euch gleich mal meine allerliebsten Lieblingschips präsentieren. Ich liebe momentan diese Chips hier. Keine Ahnung, ob ihr die kennt. Das sind einfach Chips, die zu 30% aus Kichererbsen bestehen. Ja, die sind halt luftgepoppt. Die sehen übrigens aus wie so kleine Reiswaffeln. So sehen die aus. Davon schaffe ich die ganze Packung, auch wenn ich keinen Hunger habe. Aber die gehen wirklich immer. So, die Tüte ist leer. Haben sie einfach komplett aufgegessen. Ich bin unglaublich satt. Ich rechne noch mal kurz aus, wie viele Kalorien das sind. Hier für euch steht es hier schon mal. Und dann melde ich mich gleich wieder, wenn es was Neues zu essen gibt. Und langsam freue ich mich schon nicht mehr aufs Essen. Also, ich gebe mal kurz ein kurzes Fazit. Ich bekomme irgendwie langsam Kopfschmerzen. Und das ist bei mir in letzter Zeit sehr, sehr selten geworden, dass ich Kopfschmerzen habe. Also es ist, eigentlich hatte ich früher so gut wie jeden Tag Kopfschmerzen. Das war echt schlimm, aber da habe ich auch noch Fleisch gegessen. Und ich habe jetzt seit Januar halt kein Fleisch mehr gegessen und seitdem habe ich auch überhaupt keine Kopfschmerzen. Ich hatte, glaube ich, einmal vielleicht Kopfschmerzen und jetzt bekomme ich langsam wieder Kopfschmerzen. An alle Vegetarier oder Veganer, ihr könnt jetzt gerne mal in die Kommentare schreiben, habt ihr auch irgendwie Veränderungen gespürt, als ihr aufgehört habt mit Fleisch und Milchprodukte, auf jeden Fall mit allen tierischen Produkten. Habt ihr da auch Veränderungen gespürt? Also bei mir sind halt Kopfschmerzen sind weg und ich fühle mich dann einfach, also ich, seitdem ich kein Fleisch mehr esse, fühle ich mich einfach viel, viel fitter. Ja, aber das wollte ich jetzt gar nicht ansprechen. Auf jeden Fall habe ich jetzt wieder Kopfschmerzen. Es kommt, glaube ich, schon irgendwie von der Ernährung, weil ich ernähre mich jetzt ja zum Beispiel nicht jeden Tag so unglaublich ungesund. Also ich esse nicht jeden Tag eine komplette Packung Chips. Plus dazu eine Pizza, zwei Pizza-Burger. Was habe ich noch gegessen? Auf jeden Fall, ja, Kopfschmerzen sind da. Ich fühle mich auch die ganze Zeit so energielos. Also ich habe irgendwie keine Energie. Ich komme die ganze Zeit nicht hoch. Ich habe eigentlich voll viel vor, aber ich komme einfach nicht dazu anzufangen. Ja, ich mache kurz eine kurze Pause und dann mache ich auf jeden Fall weiter. So unglaublich gut geht es mir jetzt auch nicht mehr. Ich hoffe, dass ich mich heute irgendwie noch aufraffen kann und dann mal anfangen kann, meine Sachen zu erledigen, die ich heute eigentlich noch so vorhatte. Und mein Bauch fühlt sich so unnormal groß an. Also ist echt schlimm. Mein Bauch ist so unglaublich, also mein Magen ist so unglaublich voll. Das trägt auch dazu bei, dass ich einfach nicht hochkomme. Ich fühle mich so unglaublich schwer. Ich hole mir, glaube ich, gleich erstmal etwas zu trinken und werde dann mit Trinken weitermachen. Ich habe extra auch was für dieses Video geholt, weil ich sonst normalerweise eigentlich nur Wasser trinke. Aber für dieses Video dachte ich mir, hole ich mir etwas mal mit ein paar mehr Kalorien, falls es wirklich gar nicht mehr geht. Und zum Beispiel ist jetzt ein Moment angekommen, wo ich einfach nicht mehr essen kann. Auf jeden Fall werde ich gleich weitermachen mit Trinken und dann eine Pause vom Essen machen. Schreibt mir in die Kommentare, hättet ihr 10.000 Kalorien geschafft, beziehungsweise habt ihr schon mal probiert, 10.000 Kalorien an einem Tag zu essen? Also es ist wirklich nicht so leicht, wie man denkt. Ich dachte eigentlich auch, dass ich das so easy schaffe, aber jetzt schon bei 3.000 oder 4.000 Kalorien denke ich mir nur so, nein, danke. Ja, aber wir haben ja auch erst 3:30. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich habe ja bis morgen 11 Uhr Zeit. Also ich gebe euch aber trotzdem morgen nochmal ein Fazit. Auf jeden Fall kann ich jetzt schon Veränderungen an meinem Bauch spüren. Ja, lasst dafür einen Daumen nach oben da. So, mein Magen hat sich jetzt wieder etwas beruhigt. Kopfschmerzen sind aber leider immer noch ein bisschen da. Aber ich habe mir jetzt ein Getränk geholt. Und zwar dieses hier. Vielleicht kennt das von euch ein paar. Auf jeden Fall hat das irgendwie knapp über 200 Kalorien pro 100 Milliliter. Und hier sind 750 Milliliter drin. Ich berechne jetzt mal einfach alle Kalorien. Die ganzen Kalorien insgesamt für die ganze Flasche hier rein, weil ich das auf jeden Fall austrinken werde. Das ist mein Lieblingsgetränk bzw. Lieblingssmoothie von dieser Marke oder allgemein, was ich bis jetzt erst getrunken habe, so aus Flaschen. Und ich hoffe, das geht besser runter als jetzt irgendein Essen, weil auf Essen habe ich gerade überhaupt keine Lust. Und genau, erstmal ein bisschen schütteln. Prost! Nochmal kurzes Update. Ich habe das Glas, wie ihr da hinten vielleicht sehen könnt, nicht mal halb ausgetrunken. Ich weiß nicht, mir ist irgendwie super, super schlecht. Ja, ich könnte einfach direkt einschlafen, weil ich wirklich so wenig Energie habe. Aber wir bekommen halt gleich Besuch. Deswegen geht das jetzt sehr, sehr schlecht. Also vielleicht kommt euch das gar nicht so viel vor. Aber ich meine, es war... Und dann halt noch in einem relativ kleinen Zeitfenster. Also in den Ferien habe ich auch noch relativ viel gegessen, aber irgendwie in den letzten 3 Wochen, wo die Schule halt wieder angefangen hat, habe ich irgendwie wieder viel, viel weniger gegessen. Und dass ich heute wieder so viel und so ungesund gegessen habe, verwirrt, glaube ich, irgendwie meinen Körper ein bisschen. Keine Ahnung, auf jeden Fall ging es mir schon mal besser. Ich würde jetzt am liebsten einfach mich hier hinlegen und einschlafen. Diese Challenge macht mich fertig. Ich sag's euch.
Draußen ist halt auch echt schönes Wetter und ich sitze die ganze Zeit und bin kurz vorm Einschlafen. Und ich freue mich auf morgen, wenn ich 10.000 Kalorien geschafft habe, hoffentlich. Also ich habe aber auf jeden Fall nicht vor, das Experiment bzw. die Challenge aufzugeben. Ich werde es versuchen, so gut wie es geht durchzuziehen. Aber jetzt brauche ich erstmal eine Pause. So, ich bin jetzt nochmal kurz mit Bella rausgegangen und ich hoffe, dass ich irgendwie so ein bisschen Platz schaffe in meinem Magen für noch mehr Essen. Stehen ja noch ein paar tausend Kalorien an. Und ja, da hinten sind wir dann mit Bella draußen. Schweinchen. So, mittlerweile habe ich das Glas ausgetrunken und Max ist gekommen. Hi. Ihr habt gerade eben gesehen, ich war gerade nochmal mit Bella draußen. Sie hat ihren Freund wieder getroffen. Wir haben super schön gespielt. Und jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Platz für Essen, auch wenn es nicht so viel ist und wenn ich kurz vorm Platzen immer noch eigentlich bin. Aber ich muss irgendwie an die 10.000 Kalorien kommen. Falls ihr gerade irgendein Geräusch im Hintergrund hört, das ist der Ventilator. Ich mache den, glaube ich, mal aus. So, für mich gibt es gleich noch ein paar Nudeln mit Zwiebeln. Das werde ich auch nicht mitfilmen, weil wir Besuch haben und alle zusammen essen und ich da einfach meine Kamera nicht mitnehme. Ich werde euch nachher einblenden, wie viele ich gegessen habe und wie viele Kalorien das da ungefähr sind. So, wir haben jetzt gegessen. Ich kann nur schätzen, wie viele Kalorien das waren. Deswegen blende ich euch das jetzt hier mal ein. Jetzt habe ich hier noch Kaktuseis. Das Kaktuseis kann man glatt trinken. Auf jeden Fall ist da so viel drin. Das werde ich jetzt einmal alles weglöffeln. So, das Eis ist leer, hier der Beweis. Und ich kann nicht mehr. Bin schon gespannt, ich weiß gerade selber nicht, bei wie vielen Kalorien ich bin. Ich rechne das gleich mal aus. Wir waren gerade einmal draußen, haben ein paar Bilder gemacht und wir sind einmal kurz zu Edeka gefahren mit dem Fahrrad, was eigentlich ganz gut war, weil jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz im Magen. Mir fehlen ja noch ein paar tausend Kalorien und ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter. Und zwar werde ich mir jetzt als allererstes die Sachen raussuchen, die die meisten Kalorien haben, damit ich am wenigsten essen muss. Und ich glaube, dazu gehören auf jeden Fall Pringles, aber ich habe gerade einen Krampf am Fuß. Diese Sachen werde ich jetzt auf jeden Fall, glaube ich, noch essen müssen. Das sieht so viel aus. Oh Gott, oh Gott. Und weiterhin werde ich meinen Saft trinken. Der hat ja auch ganz schön viele Kalorien. Finde ich gut, weil Saft ist besser, als jetzt so viel zu essen. Vor allem habe ich jetzt so gar keine Lust auf Schokolade oder so. So, wir haben mittlerweile schon kurz vor 9. Ich zeige euch mal kurz, was ich gerade gegessen habe noch. Ich habe die ganze Pringles-Packung leer gemacht. Und dazu noch eine ganze Pommes-Packung. Und ich platze gleich. Wirklich. Also so viel. Vor allem noch so viel Ungesundes, wie ich heute gegessen habe. Es geht mir so nicht gut. Die Packung hier habe ich noch angebrochen. Ich dachte mir so, ja, schaffe ich bestimmt. Aber nein, ich schaffe es echt nicht mehr. Ich werde auch morgen früh nicht weitermachen, weil der Tag heute war echt schlimm. Ich hatte gar keine Energie, Kopfschmerzen. Habe jetzt mal ausgerechnet. Ich bin bei knapp 6.600 Kalorien. Mehr schaffe ich nicht. Ja, ein Eis hatte ich auch noch. Das habe ich, also ich habe das gerade immer alles nicht gefilmt, weil Max und ich haben einen Film geguckt und dann sind noch meine Schwester und ein Gast zu uns gekommen und das wollte ich nicht filmen. Also ich wollte die beiden nicht filmen. Also Angina wäre nicht so schlimm gewesen, aber ein kleiner Gast nicht. Also sollte nicht gefilmt werden, deswegen konnte ich nicht filmen. Und ja, ich schaffe das nicht mehr alles in mich reinzustopfen. Und deswegen würde ich auch sagen, beende ich dieses Experiment an dieser Stelle. Max kommt gerade rein. Ich habe gerade gesagt, dass ich aufhöre. Ich beende das. Ich sag's doch. Ha. Gefühlt gerade. Bist du schwanger? Ich kann einfach nicht mehr. Ich habe so Kopfschmerzen. Ja, du kannst den Rest gerne was haben. Willst du was haben? Nimm dir alles mit, bitte. Weg aus meinen Augen. Auf jeden Fall würde ich sagen, hinterlasse ein Video gerne da noch oben. Ja, ich habe aber mein Bestes gegeben und mir war zwischenzeitlich super, super schlecht. Kurze Planänderung, meine Mutter und ich teilen uns die Kalorien auf und meine Mutter wird jetzt die restlichen 4.000 Kalorien hoffentlich für mich essen. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, es wird, glaube ich, super lustig. Deswegen werden wir uns das auf jeden Fall angucken. Mama, du darfst dir da die ganze Zeit Sachen aufnehmen. Du musst nur noch 4.000 Kalorien essen. Aber wenn du die ganze Packung isst, sind das schon 500 Kalorien. Da musst du aber die ganze Packung... Nee? Nee? Da schaffst du locker. Du musst alle Duplos gleichzeitig beide damit. Dann hast du, glaube ich, schon mal... Warte, wie viele sind das? Das ist ja unfair. Gut ich habe hier 1, 2, 3, 6, 7 Stück. Also ihr kommt schneller voran als ich. Und die Massi-Packung. Ja, eine habe ich schon gegessen, da konnte ich nicht mehr. Einer für dich. Ihr bekommt nachher alle Zuckerschock. Ich meine. Mama, suchst du die nächste Sache? Die Tüte leert sich. Komm mal, jetzt alles auf einmal. Nochmal 500 Kalorien. Sieht sehr realistisch aus. Echt? Nein.
Jetzt hier aber hier. Ja, aufgegessen. Oder würde ich sagen, vergesst nicht meinen Kanal kostenlos zu abonnieren. Guckt in die Infobox. Erst die nächsten 2 Jahre, glaube ich, nichts mehr. Guckt in die Infobox. Dort findet ihr einen Link zu meinem Merch und zu meinem Instagram-Account. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.